Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir füllen gerade Dünger auf in unsere Spritze. Und ich stelle fest, wenn nicht ausgeklappt ist, dann scheint dieses Gelenk, was hier in der Mitte sonst noch mit drin war, nicht mit drin ist. Aber ich sehe hier auch keine Füllstandsanzeige. Ne? Auf der Seite sehe ich jetzt erstmal nichts, wie voll das Ding ist. So. Also zu 100% voll. Denn ich möchte jetzt versuchen, und zwar folgendes. Wir haben ja bestimmte Feldwertung. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Feldwertung nach oben bekomme für bestimmte Sachen, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen höheren Bonus, wenn wir das Brot verkaufen und so. Darauf will ich hinaus. Das heißt, ich möchte meinen Bonus künstlich in die Höhe treiben. Wir haben hier dieses Feld. Also wir haben erstmal eine Gesamtwertung, Moment, da nochmal draufklicken, Gesamtwertung, und da sehen wir, dass die Stickstoffbewertung bei uns sehr schlecht ist. Das heißt also, wir könnten über die Stickstoffbewertung sehr viel positive Bewertung besorgen. So. Und dann gucken wir jetzt uns mal die einzelnen Felder an und sehen, wenn wir hier drauf gucken, da haben wir 50% Stickstoff, 50% das mit dem Kalk und hier auch 50% Stickstoff, 50% mit dem Kalk. Und das dritte, ach, das habe ich schon wieder vergessen, was das ist. Das war die Unkrautbekämpfung. Die ist ja da auch noch schief gelaufen, beziehungsweise da haben wir ja noch richtig draufgehauen mit dem Unkraut. Ne? So, dann haben wir hier die Felder. Die sehen also auch sehr gut aus. Da könnte man was pumpen. Aber ich will es am Feld 69 ausprobieren. Feld 69 hat quasi alle anderen voll erfüllt. Nur das mit dem Spritzen halt nicht. Also der Stickstoffgehalt ist komplett daneben. Jetzt ist die Frage, ist der dort zu hoch oder ist der dort zu niedrig? Hier weiß ich, dass ich 120 Milligramm pro Quadratmeter irgend sowas, dann müssen wir mal gucken, wie die Einheit das war, habe. Bei allen anderen müssen wir mal gucken, wie das denn so läuft. So, deswegen bin ich da jetzt auf dem Weg hin und möchte ganz gerne eigentlich auf diesem Feld mit dem Sensor, also dem Erkennen der richtigen Pflanze, den ich da wahrscheinlich auch nicht an hatte, beim Spritzen oder irgendwas, hier die richtige Menge auszubringen an Stickstoff. So, wir gehen hier nochmal hin. Und dann sehen wir, dass er hier eigentlich sagt, dass es perfekt ist mit 180 Gramm je Hektar auf lehmigen Sand. Ich habe aber halt kein... Die Stickstoffbewertung ist hier halt schlecht. Also entweder bringt er jetzt nichts aus, im schlimmsten Fall, ne, macht also nichts hier und dann verbessert sich das nicht und dann haben wir vielleicht zu viel drauf. Im besten Fall bringt er noch etwas aus und bringt diesen Wert dann hier recht ins Positive. Wenn das hier jetzt nicht funktioniert, probieren wir es hier, wo er bei 50% steht. Da, der Seite, bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass ich den Sensor anhatte, während ich gespritzt habe. Aber hier habe ich den einmal gedüngt quasi und dann haben wir jetzt hier einen bestimmten Wert. Und da sehe ich schon, dass da auch durchaus ein bisschen Unterschied ist. Also hier könnte es sein, dass er da durchaus was ausbringt. Weil er dann nicht unbedingt im perfekten Zustand ist. So, das Ganze will ich jetzt einmal ausprobieren in dieser Folge. Wie und was sich das denn auswirkt. Das heißt, ich muss vorne erstmal den Kameraden, hinten den Kameraden ausklappen. Ne? Und dann jetzt wird auch, glaube ich, hier in der Mitte genau dieses Zusatzgelenk kommt jetzt, glaube ich, wenn das komplett ausgeklappt ist, zum Tragen. Also man sieht ja unten diese beiden Hydraulikkolben. Nee, ist. Doch. Jetzt kommt es zum Tragen. Jetzt sieht man, dass es dann nicht mehr steif ist an der Stelle. Ah, das ist bloß beim Vorwärtsziehen. Beim Rückwärtsziehen schieben ist es. Ah, okay. Das ist. Ah, okay. Gut. Na, dann wissen wir das auch. So. Dann müssen wir jetzt mal nach vorne gehen. Auf die vordere Maschine diese auch ausklappen. Die natürlich mit Alt B auch einschalten. So, dann haben wir den Pflanzensensor vorne. Dann weiß er, welche Pflanzen dort stehen. Und dann können wir hinten die Spritze dann dementsprechend benutzen. So, nehmen wir erstmal die Außenansicht, damit wir ein bisschen was sehen. Ein paar mal F. Damit wir ein bisschen Festtagsbeleuchtung haben, damit wir noch mehr sehen. So, und dann fahren wir hier mal drauf, den Acker. Fahren ein bisschen nach hinten. So. Keine Werte erkannt. So, das ist schon mal okay. So, jetzt. Hier erkennt er irgendwelche Werte. Erhöhte Stickstoff auf optimalen Wert. Also das ist okay. Gucken wir jetzt mal einfach, wenn wir jetzt hier drüber fahren, ob wir den Stickstoffwert dann anpacken können. Hallo? Vorwärts? Danke.
Also es fließt fast nichts raus, glaube ich. Die Abgabemenge ist relativ gering. Aber es fließt was raus. Das ist schon mal okay. Also es könnte sozusagen jetzt durchaus einen positiven Effekt haben. Wo ist denn das jetzt? Dahin? Warte mal, Moment, gucken wir mal. Ja, 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 jetzt haben wir es aber auch nicht verkeilt hier. Halt nicht ganz, ne? Nee, halt nicht ganz. Na gut, dann müssen wir da hinten nochmal durch die Mitte durch. Dann machen wir erstmal, dass wir auf der einen Seite am Feldrand wirklich dran sind. Entschuldigung, Nase ist nicht ein bisschen. Weiß ja noch nicht, wo es herkommt. Aber. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Gut. Dann wieder ein bisschen rückwärts heranschieben an die Feldkante. Sehr schön. So. Vorwärtsgang. B drückt und geht's los hier. Dann sieht man, dass in der Mitte so ein kleiner Streifen überbleibt. Aber wenn ich dadurch jetzt die Bewertung dieses Feldes hier sehr weit nach oben bekomme dadurch, weil ich jetzt den richtigen Stickstoff, die richtige Stickstoffmenge oder ähnliches hier ausbringe, das wäre natürlich schon mal, doch das wäre schon ein Erfolg, muss ich sagen. Dann hätten wir hier, wenn wir jetzt hier von sozusagen 0% auf 100% auf diesem Stück Acker hier gelangen, nur durch diese Aktion, dann hätte ich gesagt, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt wollen wir noch einmal hier rumgedreht werden. Einmal durch die Mitte hochfahren. Sollte ja eigentlich den mittleren Streifen jetzt hier auch fertig bekommen. Weiß nicht, ob er jetzt. So viel ausbringt oder nicht. Und es sieht so aus, ne? Oh, eine Stelle, wo er gar nichts ausbringen musste. So. Fertig. So, und jetzt kommt der große Moment, wo der Frosch ins Wasser springt und wo wir uns jetzt eventuell die Wertung hier für dieses Feld angucken. Und da sehen wir, hier hat sich nichts getan. Die Frage, muss das jetzt erst eine Stunde warten, bis denn hier die Bewertung kommt oder nicht? Aber auf jeden Fall scheint das ja jetzt da optimal gedüngt zu sein. Also wir haben mit Pflanzensensor und allem alles fertig gemacht hier. Ah, ja, müssen wir mal gucken. Ob sich das jetzt nach einer Stunde oder irgendwann oder morgen dann, also morgen sage ich schon, also am nächsten Monat dann verbessert hat oder nicht. Schade, ich dachte, man sieht es instant. Hätte ich jetzt eigentlich, muss ich sagen, fairerweise auch erwartet, dass das jetzt hier gleich instant richtig ist. Aber wir fahren über diesen Acker da hinten nochmal drüber und gucken mal, was da passiert. Achso, weil der Pflanzensensor aktiv ist, Alt B. Der Pflanzensensor kann noch bis einer bestimmten Geschwindigkeit aktiv sein. Ansonsten wird es schwierig. Mal rüberräubern über die Ecke. Mal rüberräubern über die Ecke. Die Pflanzen stehen hier nun doch schon deutlich länger hier. Also die sind ja sozusagen. Dann los geht's. Bringen wir hier auch mal aus. Den guten Rest. Es ist interessant, dass das auch so ein bisschen wolkig aussah, ne? Also als wenn so an bestimmten Stellen ist mehr von dem Stickstoff weggegangen, an bestimmten Stellen weniger und so. Also das ist schon ganz interessant, wie das berechnet wird. Und da muss man wirklich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal darauf achten, was da passiert. Wobei jetzt hier im Bereich. Oh, den macht man mit. Ey. Sieht ja fetzig aus. Ob das jetzt so sein musste, ja. Da wollen wir jetzt lieber nicht drüber reden. Musste wahrscheinlich nicht sein. Wo sind wir jetzt hier direkt im Anschluss hier? Ich glaube ja.
Wenn ich nicht breit genug bin. Naja. Gut, aber auf jeden Fall können wir das denn hier nochmal gucken. Weiß auch nicht, ob das jetzt schon die richtige Zeit ist, um darüber zu gehen und. Das ist alles eine Sache, ne? So eine Fahrerei, ich entschuldige mich dafür schon mal. An der schärfster Form, weil das ist ja wirklich grauenhaft, aber okay. So. Kurz jetzt die Ecke noch mit hier. Und vorbei, ja. So. Und dann haben wir jetzt hier auch nochmal ausgebaut. Dann können wir gucken, ob hier eventuell jetzt dieser Acker auch sich besser einsortiert oder ob das da auch jetzt bloß die Hälfte hat oder ähnliches. Müssen wir mal gucken, ne? Also das ist alles so eine Sache, da bin ich mir nicht sicher, wie das genau funktioniert. So. Hier oben auf der Wiese kann man ja auch mal düngen, dann wächst sie vielleicht noch ein bisschen schneller oder so, keine Ahnung. Keine Werte erkannt, nutzt da natürlich auch nichts. So, dann machen wir hier hinten die Schilder noch kaputt. Zack. Wieder weg. Dann ist das cool. So, B. So, dann zusammengeklappt. Alt B. Nach hinten gehen. Die Maschine hinten. Auch zusammenklappen. So. Gut. Das hätten wir jetzt schon mal. Und dann gucken wir jetzt nochmal hier in die Bewertung rein. Und dann sehen wir, das ist trotzdem nur halb. Also entweder muss es wirklich erst noch aktualisiert werden durch keine Ahnung was. Oder so. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall haben wir hier erstmal was gemacht, was ich testen wollte. Und das ist schon mal gut. Das lief schon mal. Und ich würde auch sagen, dass der Test erfolgreich war. Von daher. Immer noch an. Hatte ich den Sensor jetzt hier nicht an? Auf dem. Ich hoffe nicht. Dann haben wir uns mit dem eigenen Test manipuliert schon wieder. Na gut, wollen wir hoffen, dass wir einen Sensor anhatten. So. Gut, dann kommt jetzt, und zwar kommt jetzt wirklich dann schon nochmal die Fahrt oben zum Klamottenhändler. Denn ich muss feststellen, dass hier schon wieder jede Menge Wolle steht, die ich denn da ganz gerne hochbringen wollen würde. Und unsere Produktion für Stoff. Ah, er hat keinen Platz, wo er das Weizen hin transportieren kann. Okay, dann deaktivieren wir ihn mal. Muss ja nichts produzieren. Hat nur noch 2800 Liter Wolle. Also da können wir auf jeden Fall was hinbringen, weil 2800 Liter Wolle sind in einem Monat weg. Ne? Zyklen im Monat 1440. Heißt also 2880 pro Monat gehen durch. Und dann natürlich, und hier liegen auch schon 1000 Stoff im Lager. Das heißt also, da stehen schon mehr als 4 Paletten wahrscheinlich. So, deswegen gehen wir jetzt damit auf Reisen und werden hier mit diesem wunderschönen Hänger dort mal die Wolle rausholen. Das müsste ja noch auf Europalette stehen, das heißt also theoretisch müsste ich die Wolle da rauskriegen ohne Schwierigkeiten. Wir werden mal gucken, inwieweit ich da jetzt reingefahren komme und die Wolle da rausholen kann. Da muss ich ja auch ein bisschen links rechts daneben hinkommen. Aber ich stelle mir das mit diesem kleinen Anhänger durchaus besser vor als mit dem großen. Nehmen wir an. So. Sehr schön. So, dann haben wir alles. Haben auch die Ecke vom Feld nicht kaputt gefahren und dann geht's hoch zu den anderen Wolleherstellern bzw. der anderen Wolle oben. Ja, das ist jetzt relativ wenig, also der dritte Klotz, das ist jetzt fast nichts, aber was willst du machen? Aber oben sollte jetzt ein bisschen mehr Wolle noch stehen, also ich denke mal, da würden durch die Mehrzahl der Schafe sollte eigentlich mehr als 2,1 mal Wolle sein. Da erwarte ich jetzt eigentlich dann doch durchaus schon 3 oder 4 Wolle, aber nee, ist auch noch nicht so viel. Naja, ist 2,75.
Aber die Schafe sind ja auch noch nicht so alt. Also hier, da kommt ja auch das Alter der Schafe. Spielt er ja wahrscheinlich auch noch mit. Aber da haben wir eine Treppe eingebaut. Das ist ungünstig. Gucken wir uns selber aus. Bin ich schon hier irgendwie. Dieses Loch da ist ja echt nicht schön, ne? Wir hätten das da hingebaut. Mann, 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 Mann. So, gut. Dann haben wir jetzt so 4800 mal Wolle. Also haben wir 2700 hier gekriegt. Und dann werden wir dann mal abhirschen hier. Und die oben zum Stoff bringen. Dort abladen im Stoffwerk und dann werden wir die Stoffe mit runternehmen und dann werden wir das Textilwerk bauen, weil ich denke mal, dann haben wir genügend Textilien, um das in Gang zu bringen und dann lass das mal produzieren und dann hoffe ich, dass wir dann demnächst mal ordentlich Klamotten für ordentlich Geld verkaufen können. Das hätte ja viel Schönes. So. Das Einzige, was dieser Hänger wirklich macht, ist, dass er eine beschissene Kurbelmarke hat. Das macht das Originalding nicht, ne? Also das scheint auch was mit dem Autoloader-Dings zu tun zu haben. Oder mit dem Angurten. Die sind ja automatisch da dran. Angurte. Das ist so eingestellt jetzt. Aber es sieht auch gut aus, wie das hier aufgeladen ist und so, wie es mit draufsteht. Interessant ist, dass dieser eine Platz neben den Kleinen da nicht beladen wurde, aber das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Warum wird der Platz da nicht beladen? Ja, ist doch komisch. Naja, gut. So, einmal zu unserer Spinnerei, die wir hier haben. War gerade abgelenkt. Gerade zum auf den Hänger geguckt und oder beziehungsweise auf das kleine Symbol geguckt und gesehen, der Hänger ist noch aktiv, das muss ja jetzt nicht. So, wir müssen gleich mal gucken, wo denn die Abladefläche ist. Steuerung O. Würde ich gerne nach hinten setzen. Gut, Abladerichtung ist hinten. Und ich da rückwärts ranfahren kann und das dann rückwärts einlagern kann. Dort und dann an die anderen Teile ranfahren, wo das dann Ladekurve. Ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. So. Wie gesagt, also er wirkt auch ein bisschen ungelenk, aber er ist halt eben nicht so. Also es sieht komisch aus, dass er jetzt, wenn man um die Kurve fährt, das auf das innere Rad kippt. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Also das, da wirkt in der Physik ein bisschen merkwürdig. Warum es damit mal innen schwerer wird, weil theoretisch eigentlich, wenn man eine Kurve fährt, dann wird es ja eher außen schwerer, weil ja der die Kraft oder beziehungsweise die ja die Kraft das so haben will, dass die Trägheit drückt uns ja dann nach draußen und dann müsste ja eigentlich auf der anderen Seite auskippeln. Keine Ahnung, was das hat. Da scheint auch gewichtsberechnungstechnisch irgendwas nicht ganz gut zu funktionieren. Egal. So. So, da stehen schön 4 Paletten. Sehr gut. 4 Paletten mit Stoff stehen dort. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz hier da rückwärts dran fahren. Dann drücken wir mal I. Laden das da ab. So, dann drücken wir B für das wir aufladen wollen. Dann fahren wir da hinten mal dran. Dann wollen wir nochmal da den Stoff aufladen. 3 haben wir schon. Machen wir mal runter vom Trigger. Dass er uns die 5. auch noch rausstellt. Da haben wir sie. Na gut. Interessant, dass er da drücken lässt, ne? Naja gut, egal. So. Aber wir haben 5000 Einheiten Stoff. Alleine diese 5000 Einheiten Stoff würden schon 30.000 Euro bringen.
Und jetzt mal ganz kurz, wir gucken nochmal kurz nach dem Preis, damit wir ungefähr wissen, wie wertvoll unsere Ware ist jetzt. Ne? Also wenn wir hier gucken, da Stoffe würden jetzt so 4.600 einbringen, im Maximum knapp 7.000. Heißt also, wenn wir 5 mal Stoff mit knapp 7.000 haben, haben wir jetzt ca. 35.000 Euro hinten drauf. Und die veredeln wir nochmal. Also dann machen wir nochmal aus 14.000 machen wir nochmal 18.000. Also aus 2 Stoffteilen machen wir dann eine Klamotte. Und somit wären dann 36.000 plus 9.000 ungefähr hier drauf. Da hätten wir dann jetzt hier 45.000 Euro nachher, wenn es Klamotten sind, hier drauf. Also das ist schon, glaube ich, deutlich mehr als das, was wir mit der Wolle verdient hätten. Und ja, theoretisch haben wir dann jetzt damit den Einkauf von einem dieser Gebäude fast raus. Ne? 60.000 hat die Spinnerei gekostet. Klar hat das Arbeit gekostet, klar kostet das Hin- und Herfahren und. Aber es ist wirklich eine gute Einnahmequelle. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich eine Ernte für die Baumwolle gekriegt hätten, aber es ist ja keine Baumwolle, steht ja mehr, dann wäre das noch ein bisschen besser gewesen, weil dann hätten wir dann über die Baumwolle noch ein bisschen mehr Stoff gekriegt. Aber naja, was soll's, so ist es halt. Wir wollen ja nicht klagen, ne? Es läuft ja ganz gut. Theoretisch könnte man jetzt, wenn man wollte, noch einen Schafstall dazu stellen, aber nee, das Geld haben wir jetzt aktuell nicht. Ne? Schafstall, der kostet ja nochmal 95.000 plus die Schafe. Das Geld haben wir momentan nicht über, aber die 100.000 für die Stofffabrik, die würde ich schon aufbringen und das dann herstellen lassen. Und dann, ja, gut, ich rechne das natürlich immer ohne Herstellungskosten zwischendurch, ne? Also es ist wirklich der reine Materialwert, den ich da jetzt nehme. Was jetzt die Transformierung von Dings in Stoff uns gekostet hat, das müsste man theoretisch auch noch mit drauf rechnen. Und dann ist der Gewinn dahinter natürlich nicht mehr ganz so groß. Also der Reingewinn, aber generell das Kosten, die ich halt nicht sehe. Ne? Also das wird halt da irgendwann abgezogen am Tagesende und das kann ich mir alles leisten, da heule ich jetzt nicht den Euro hinterher, der da abgezogen wird. Was mich ein bisschen ärgert, ist die hohe Kreditzins, aber mein Gott, das habe ich mir so eingebrockt, weil ich so doll in den Kredit doch reingegangen bin, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Aber um weiterzukommen, braucht es halt und ja, sorgt ja halt auch für mehr Arbeit und es sorgt auch dafür, dass wir mehr Geld generieren dadurch. Und naja, das ist schon mal ganz cool. Und vor allen Dingen ist dann, wenn wir dann da so 6% oben drauf kriegen, das ist natürlich auch nochmal richtig viel Geld, was da oben nochmal dazukommt. Ne? 18.000, 1%, das sind ja dann auch schon 180 Euro. Das heißt, also pro Palette kriegen wir dann ja dann noch ein bisschen mehr Geld raus. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, wo wir jetzt bauen müssten. Upsala. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.